Und wir hören im Hintergrund Wavy Boy mit seinem wunderschönen neuen Track. Und ich erzähle euch ein bisschen was, Leute, denn es hat sich mal heute wieder ein wenig zugespitzt. Es sind ein paar Sachen geschehen. Wir hören uns erstmal Narben an. Ein sehr, sehr schöner Song. Leute, was geht, Alter? Was geht, Mann? Ey, schön, dass ihr alle hier seid. Ich habe ja gestern dieses Video rausgebracht. Props an der Stelle erstmal dafür, dass so viele Leute darauf respondet haben. Sehr, 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 sehr viele liebe Kommentare habe ich von euch bekommen. Wirklich, Mann. Ich bin sehr, 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 sehr happy darüber, dass ihr versteht, was gerade bei mir so abgeht. Dass ich content-wise so ein bisschen unsafe bin und sowas. Das Lied davor hieß Palazzo. Und dass ich noch nicht genau weiß, wohin mit dem Ganzen. Ich hatte auch heute tatsächlich eine Hausbesichtigung, Leute, ja? Gestern angekündigt und gesagt, ich überlege, heute direkt eine Besichtigung gehabt, Leute. Haus besichtigt heute, was soll ich sagen, absoluter Traum. Ein absoluter Traum. Danach war ich so motiviert, ich habe mich 2,5 Stunden mit Tobi hingesetzt, ein komplett neues Kanalkonzept geschrieben für nächstes Jahr. Ich freue mich jetzt auch noch auf die 2 kommenden Monate. Also ich habe mega Bock auf Craft Attack, ich habe super krass Bock auf jetzt Dezember und alles. Es geht, ja, was soll ich sagen, komplett neues Kanalkonzept geschrieben. Sehr, 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 sehr schön geworden. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, aber wie gesagt, auch auf die 2 kommenden Monate. Craft Attack, so eine Sache, ihr wisst, das ist mein Highlight jedes Jahr. Ich liebe es wirklich. Es wird auch für mich, glaube ich, tatsächlich schwierig. Ich bin mit dem Entschluss eigentlich tatsächlich relativ weit, Craft Attack. Wir nehmen jetzt die Tage auf. Am Samstag kommt die erste Folge und am Samstag wird auch direkt mal gestreamt, natürlich, klar. Der Entschluss für mich, eine Pause zu machen, ist eigentlich etwas, was ich so von mir selber, ich mach mal so die Kamera, kleines bisschen näher, ist so ein Ding, was mir eigentlich gar nicht entspricht. Wisst ihr, was ich meine? Weil, also ich kann eigentlich nicht arbeiten. Das klingt ein bisschen verrückt so, aber ich habe die letzten, lasst mich nicht lügen, ich glaube, ich habe meinen Kanal erstellt am, wir können kurz zusammenschauen, Kanalinfo, erstellt am, ja, Digga. 5.7.2013. So, und ich glaube, mein erstes Video auf diesem Kanal muss gewesen sein, auch am 5.7. Das war ein Megaprojekt damals. Nee. Am 29.7. Also sagen wir mal, seit 2013 quasi kamen hier jeden Tag, ihr seht das hier, jeden Tag kommen hier Videos, Megaprojekt, alles, durchgehend, ja. Damals hat es damit angefangen, Digga, die Thumbnails hier. Ah, Digga, was ist denn hier los, dass die nicht gelöscht worden sind, YouTube? Ja, moin, Digga, reden wir nicht drüber. Seitdem bin ich quasi durchgehend am Hustlen. Also ich hatte nie eine Zeit, in der ich mich mal, wie gesagt, zurückgesetzt habe und mal ein bisschen so reflektiert habe. Was machst du eigentlich, wofür stehst du, wie kommst du bei anderen Leuten an und so. Und das habe ich jetzt mal, wie gesagt, in letzter Zeit ein bisschen mehr gemacht. Aber ich merke, das reicht nicht. Das reicht tatsächlich nicht. Ich glaube, der nächste und einzig logische Schritt ist für mich tatsächlich zu sagen, ich muss diese Pause einfach machen. Einfach um das, was ich nämlich jetzt bauen möchte, das, was ich an neuen Content vorhabe und das, was ich wirklich machen möchte, das, was ich quasi bauen möchte an neuem Content, da, wo ich mich sehe, darauf, wo ich Bock habe, ja, dass das ein bisschen Zeit braucht. Dementsprechend ist diese Pause ganz gut. Ich habe gestern schon gesagt, es macht Sinn, dass ich es im Januar mache, da tut es mir wirtschaftlich am wenigsten weh. Es wird trotzdem für mich hart sein und ich versuche auch in der Zeit möglichst wenig Twitter und Instagram und sowas zu machen, weil ich ein bisschen Abstand gewinnen möchte, betrachten will, was habe ich getan, was habe ich geschaffen bis jetzt und was möchte ich später noch alles erreichen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach so eine ganz, ganz wichtige Phase, glaube ich, für mich. Ja, da mal so einen kleinen Break zu bekommen. Und ich weiß, dass ihr da alle hintersteht. Nochmal das neue Video heute auf Revi Gang. Ihr habt so viel Support da reingeballert. Ja, was soll ich sagen, Digga? Ich habe keinen Bock, mich mehr in irgendwas so reinzupressen zu müssen. Ich will einfach nur noch das machen, wo ich hundertprozentig hinterstehe und was ich liebe. Und das heißt nicht, dass ich das, was ich gerade mache, nicht liebe. Aber es ist ein bisschen die Luft raus. Ihr wisst, was ich meine, ne? Klar, dürft ihr im Januar weiter resubben. Natürlich, ganz klares Ding, Digga. Es geht um da, dass ihr das versteht. Das ist für mich keine Pause im Sinne von, ich fahr 2 Wochen Bahamas und sauf mir hier schön einen rein, Dickerchen. Nee. Viel, 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 viel wichtiger ist das für mich eine Arbeitspause, in der ich neue Dinge schaffe und neue Dinge aufbauen möchte. Es ist noch nicht hundertprozentig safe, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Es hängt alles so ein bisschen daran,
Finden wir eventuell ein Haus? Komme ich aus meinem jetzigen Mietvertrag so schnell raus? Das sind alles sehr viele Eventualitäten, die daran hängen. Aber, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie das Ganze weiterläuft. Ich bin mal, ich bin gespannt. Aber ich freue mich so, dass ihr dahinter steht. Was ich gerne jetzt schon vielleicht starten wollen würde, das müsst ihr mir mal sagen. Eins kurz in den Chat. Ihr habt ja sicherlich alle das Video von Rezo, T und mir gesehen. Da bin ich mir relativ sicher. Eine Roomtour kommt natürlich dann. Eins in den Chat, wer das gesehen hat, das Video. So, und dieses Video, wir hatten ja 7 Fragen. Ich habe eben mit Tobi schon gebrainstormt. Ich melde heute Patent drauf in diesem Stream hier an. Das Ganze soll Hot 7 heißen. Ne? Ich möchte mir ein paar Leute dazu. Und ich will auch gar nicht zu viel spoilern. Jedenfalls würde ich das gerne als Stream-Podcast-Format und später als Videoformat auch etablieren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, verschiedene Sichtweisen auszutauschen und einfach mal eine andere Seite von mir zu zeigen. Beziehungsweise nicht eine andere Seite von mir zu zeigen. Ich bin immer noch ich. Aber es ist nun mal so, dass die Diskrepanz zwischen dem Minecraft-Stream laut Revi und dem nachdenklichen Revi hier vorne, die ist ziemlich groß, versteht ihr, was ich meine? Und ich muss da irgendwie eine Brücke schlagen. Und deshalb, ja, deshalb würde ich das gerne wieder ein, irgendwie mit einem neuen Kanalkonzept. Und das ist ein Teil davon, was soll ich sagen? Ob Patrick bei Craft Attack dabei ist, weiß ich nicht, Chat, kann ich euch nicht sagen. Ich finde es, wie gesagt, echt stark, dass ihr alle, so dabei seid. Das Problem ist, ja, Falco, das Fragenformat schon, die auch davor, Jan, es ist keine Neuerfindung, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber es geht halt darum, dass ich mich wirklich 2 Stunden mit Gästen hinsetze in einem Stream und wir wirklich über die diebsten Dinge in unserem Herzen diskutieren. Dass man auch wirklich da Gäste hat, die man gar nicht erwartet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach nur Kollegen von mir da sitzen, wisst ihr, was ich meine? Einfach Leute da sitzen, mit denen ich vibe, mit denen ich mich verstehe. Das müssen keine YouTuber sein, das können Musiker sein, das können normale Dudes von der Straße sein, das kann jeder theoretisch sein, wo ich denke, das passt irgendwie und das ergibt einen coolen Gesprächsflow, wisst ihr, was ich meine? Darauf habe ich Bock. Ja, Mann, was soll ich sagen? Ich bin sehr, sehr happy, dass ihr das so verstehen könnt und ja, dass er dahinter steht. Gibt's auch Videos mit Lou? Ey, ich verschließe mich da keinem. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich setze mich mit Leuten auf diese Couch. Matthias, Digga, danke schön für deinen Sub. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich setze mich mit Leuten auf diese Couch, wirklich mit denen ich absolut überhaupt nichts zu tun habe, die ich vielleicht sogar gar nicht mag. Also wo ich vielleicht sogar eine Antipathie irgendwo habe gegen irgendjemanden. Wo ich denke, bah, Digga, hätte ich niemals Bock drauf, Alter. Dass ich auf jeden Fall auch Leute am Start habe, die tatsächlich, wie gesagt, von mir, mit denen ich nichts zu tun habe, die ich gar nicht mag. Weil ich glaube, auch das, clashende Dinge, also verschiedene Sichtweisen, sind super, super interessant, glaube ich. Oder Leute aus einem ganz anderen Berufsfeld, mit einer ganz anderen Erfahrung. Ich glaube, es ist schön, wenn man sich in seiner YouTuber-Bubble bewegt erstmal. Aber dann möchte ich, wie gesagt, gerne auch andere Leute dabei haben. Weiß ich nicht, Profisportler vielleicht. Oder einfach auch mal einen Dude, der einen ganz normalen 9-to-5-Job hat. Das ist auch sicherlich interessant, wisst ihr, was ich meine? Weil das ein ganz anderes Leben ist als ich und diese Person wird ganz andere Ängste und Sorgen haben, als ich die habe. Und das ist sehr interessant, glaube ich, tatsächlich, da so die Brücke zu schlagen. Ne? Wichtig ist mir nur, dass da sehr, sehr gute Gespräche einfach entstehen. Lieder, auch wenn dein Kommi gerade gelöscht worden ist, ich lese es hier, da merkt man auch als wir und so, ja, macht eine Pause. Schauen wir mal. Und ganz kurz, hier schreiben auch schon ein paar Leute, Madeira. Ah, Leute, weiß ich nicht, sehe ich mich jetzt noch nicht so sehr. Ich habe immer wieder mal drüber nachgedacht. Aber, ja, keine Ahnung. Mal schauen. Aber ich denke mal, es wird erstmal Köln und Umgebung bleiben. Mit Avive setze ich mich auf jeden Fall sicherlich nicht dahin.